Meine lieben Zuschauer, ich bin Florian Mayer. Ich bin Marc Mecklenburg. Und wir sind RICO-TV. Ja, und RICO-TV steht kurz vorm Aus. Das heißt, dass der Kreisverband Osnabrück unser Equipment, beziehungsweise das Equipment des Kreisverbands Osnabrück, einzieht, welches er uns seinerzeit zur Verfügung gestellt hat. Das ist sicherlich sehr in Ordnung und ganz, ganz richtig, nur können wir dann halt nicht mehr großartig berichten. Das weiter. Darf ich mal ganz kurz? Die Begründung übrigens, das Equipment wird eingezogen, weil RICO eigenständig ist und bundesweit operiert. Das ist die offizielle Begründung, deswegen gibt es keine Zusammenarbeit mehr mit RICO TV. Aber bevor wir es ganz einstellen, haben wir natürlich noch eine Lösung gefunden, und beziehungsweise wir hoffen auf eine Lösung, und zwar auf eure Unterstützung. Denn wir müssen nun selber uns eigenes Kamera-Equipment holen. Aktuell haben wir 2 Kameras, wir haben Greenscreen, wir haben Beleuchtung und so weiter, welches wir jetzt abgeben und eigenständig kaufen müssen. Und da wir beide schon so viele Kosten haben, um zu den ganzen Veranstaltungen zu fahren, wie nach Aurich, Papenburg, Solingen, nach Berlin sind wir gefahren, da können wir uns das leider nicht mehr leisten, auch jetzt noch eine Kameraausrüstung zu kaufen. Und darum haben wir nun ein PayPal-Konto eingerichtet und hoffen auf eure Unterstützung, damit wir mit diesem Geld neues Equipment kaufen können. Die PayPal-Adresse lautet paypal@rico-tv.de. Das steht hier unten nochmal. Und dort könnt ihr uns nun unterstützen. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Spende, das heißt, wir können keine Spendenbescheinigung ausstellen, sondern es zählt als Geldgeschenk, das wir so am einfachsten auch steuerlich beim Finanzamt auch melden können. Da gibt es gewisse Freibeträge. Wir sind davon überzeugt, dass wir zusammen mit eurer Hilfe dieses Format aufrechterhalten können, denn wir haben bis heute nur positive Resonanzen bekommen, ja. Außer von der Facebook-Seite AfD Watch Bremen. Dort wurden auch schon Artikel über RICO TV und mit meinem Namen auch noch genannt, wie böse wir ja sind, was wir ja für böse Rechtsextreme sind, die von rechtsextremen AfD-Veranstaltungen berichten. Genau. Ja, da wurde auch noch berichtet, der zerstrittene Osnabrücker Kreisverband. Ja, und, ne? Das sind so Sachen halt. Aber da kann man ja mal sehen, meine lieben Zuschauer, wenn selbst die linke Presse auf uns beide aufmerksam wird, dann haben wir alles richtig gemacht. Denn wir berichten ja nur die Wahrheit und wir berichten ja keine zensierte Scheiße, entschuldigt jetzt meinen Ausdruck, aber wir berichten ja keine zensierte Scheiße wie die, die Öffentlich-Rechtlichen, wir wollen ja keine Namen nennen. Nee. Wir berichten einfach nur das, SWR, was MDR... Ja, ist... Ja. Wir dürfen die nicht alle... Dürfen nicht? Nee, eigentlich nicht. Okay. Wir zeigen euch ja nur das, was wir mit der Kamera aufzeichnen. Radio Hamburg. Jetzt ist aber gut. Ja. Wir zeigen euch ja nur das, was wir mit der Kamera filmen. Und das ist nun mal die reine Wahrheit, denn die Kamera lügt einfach nicht. Und wir möchten das natürlich auch weiterhin machen. Die Zeit, die wir da investieren und die, kann ich euch versprechen, ist nicht gerade wenig, sondern eine ganze Menge, die wollen wir auch gar nicht bezahlt bekommen, denn wir machen das aus Überzeugung. Das Einzige, wo unsere Mittel jetzt nur halt fehlen, sind bei dem neuen Equipment, welches wir kaufen müssen, und eventuell sogar finanzielle Unterstützung, damit wir auch mal nach Kandel fahren können oder vielleicht nach München hinfahren, denn überall hier in Deutschland sind viele Organisationen, die Veranstaltungen machen mit dem gleichen Ziel, so wie wir es auch haben. Und das möchten wir in der Zukunft weitermachen, und wir sind davon überzeugt, dass wir mit eurer Hilfe zusammen dieses Format aufrechterhalten können. Welt.de ist mir noch eingefallen, RTL, was waren da noch? Ja. Achso. Genau, das stimmt. Das, was Florian gesagt hat, ist definitiv auf jeden Fall zutreffend. Wobei mir trotzdem immer noch mehrere Sender einfallen, die definitiv nicht wirklich direkt und ehrlich und offen... Meine lieben Zuschauer, jetzt versteht ihr auch, warum ich vor der Kamera stehe und er hinter der Kamera. Ich bin der Denker, er ist der Macher. Ja. Ja, also wie gesagt, wir haben euch jetzt unser kleines Problem geschildert. Wir müssen halt jetzt zusehen, dass wir Equipment bekommen. Selber finanzieren können wir das nicht. Wir hoffen natürlich auf eure Unterstützung. paypal@rico-tv.de. Und wir beide, der Mann mit dem Bart und der Mann ohne Bart,
Wir mit der Brille. Der Mann mit der Brille. Wir versprechen euch, dass wir dieses Geld definitiv dafür einsetzen, um vernünftiges Equipment zu kaufen. Am besten 2 bis 3 Kameras mit Stativ, was dazugehört. Eine Beleuchtung, die man mitnehmen kann, ja, und alles Mögliche. Und wenn dann eure Unterstützung noch weiterkommen sollte, dann werden wir diese Gelder dafür natürlich verwenden, um zu mehr Demonstrationen zu fahren, die vielleicht weiter weg sind, bundesweit, überall hin, um euch das zu zeigen, was die Sender, die er hier gerade angefangen hat aufzuzählen, euch ja nicht zeigen, denn dort gibt es nur zensierte Kacke. Dort seht ihr immer nur die bösen Rechten, die auf der Straße laufen, und die friedlichen Linken mit ihren schwarzen Sonnenbrillen, die die Steine werfen. Das wird, ne? Na gut, die Steine sieht man nicht, aber die friedlichen. Aber wir haben ja schon gesehen, es ist nicht immer so, wie der öffentlich-rechtliche Raum sagt. Und genau, ja, da wir daher keine Unterstützung von der Gebühreneinzugszentrale oder wie auch immer die sich jetzt heute schimpft bekommen, hoffen wir auf eure Unterstützung. Wir bedanken uns. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns auf der nächsten Demo. Definitiv. Ja, ich hätte da aber noch den Südwestdeutschen Rundfunk, den Hessischen Rundfunk. Marc, dann hätte ich auch den Bayerischen Rundfunk. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Aber da, ich habe da noch mehr. Also, was soll denn das jetzt? Nein, wir machen das jetzt. Eingekesselt sind, denn wir haben noch den Mut zur Wahrheit und zeigen auch Gesicht. Wurde ich dann mehr oder weniger schon indirekt bedroht? Ich soll Denn wir berichten ja nur die Wahrheit.